Servus Leute und hi Gents. Ihr seht schon, das wird heute wieder ein Unboxing. Ja, ihr seht es nicht, aber hier sieht man es. Ihr habt es wahrscheinlich schon bei André auf dem Kanal gesehen, beim Eisenherz. Wir haben eine Bestellung aufgegeben bei Vanquest. Da sind ein paar Sachen gekommen. Das heißt, er hat es jetzt an mich weitergeleitet, damit wir die Sachen schnellstmöglich in den Shop aufnehmen können. Ich will euch aber nicht hier vorenthalten, was hier noch alles bei uns im Shop landen wird. Das heißt, nicht lange rumschwafeln, wie immer. Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich werde es diesmal auf meinem Kanal hochladen, weil ich habe nämlich meine Couch-Uniform an. Das heißt, dementsprechend gibt es heute wieder den Gent in Jogginghose. Und auf meinem Kanal kann ich nämlich machen, was ich will. Hahaha. So, schauen wir mal. Tun wir das mal kurz beiseite. In Anlehnung auf ein hoffentlich baldiges nächstes Unboxing nehme ich heute mal mein Heidi. Ich werde mal sehen, dass ich vielleicht jetzt mal eine Einblendung mache von den Prototypen, die gerade unterwegs sind. Ihr habt da im oberen Bereich die Pit Bauer Messer gesehen. Seines Zeichens ansässig in Bayern. Den haben wir in Busseck getroffen. Und die Messer haben uns so gut gefallen, dass wir ihn gefragt haben wegen einem Joint Venture. Das heißt, wir lassen dementsprechend seine eine Mid-Tech-Version. Seine Messer sind ja komplett custom. Wir lassen eine Mid-Tech-Version in Russland fertigen und schauen dann mal. Sind schon sehr gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Bis jetzt kennen wir nur die Fotos. So. Ultra Lightweight Molle onto Hook Loop Adapter. Okay. So. Also. Wenn es interessiert, dann Molletaschen. Oh, sehr cool. Sehr, sehr cool. Für alle, die es nicht kennen, die Firma Vanquest hat sich gebildet aus mehreren Mitarbeitern, die mehr oder minder bei Maxpedition die Schnauze voll hatten, da nicht mehr wollten, gesagt haben, was wir da hier machen, für andere Leute können wir schon lange, und haben sich dementsprechend da formiert, haben ihre ganzen Connections genutzt und ihre Verbesserungsvorschläge, die wohl bei Maxpedition nicht umgesetzt wurden, und haben diese dann dementsprechend zu ihrer neuen Firma Vanquest mitgenommen. Das heißt, wir haben hier vergleichbar mit Maxpedition, mit dem Unterschied, dass die halt gesagt haben, wir haben hier manche Sachen, die wir aus unserer Sicht besser machen können. Wir haben die Taschen. Das Logo ist aber auch cool. Ich hoffe, ihr seht das Logo. Dieses Rhinoceros. Sehr, sehr geil. Die Tasche natürlich dementsprechend in verschiedenen Farben. Wenn ich jetzt hier über manche Sachen relativ schnell drüber gehe, ihr werdet die dann so oder so bei uns im Shop finden. Also ich will jetzt hier auch nicht jedes einzelne Paket aufreißen. Es ist halt wirklich nur, dass man mal einen Überblick bekommt. Molle-Sticks. Auch sehr cool. In Schwarz und Oli Green. So, das ist Super Lumen Glow in the Dark. Also die normalen Patches. Kleine Patches, verschiedene Farben. Ist vielleicht ganz schön für die Messe. Wir sind ja dementsprechend auch im März auf der IWA. Das heißt, da könnt ihr uns gerne besuchen kommen. Es wird dann noch eine
eine Ansage geben, auch vom Dennis, beziehungsweise ich werde dann auch nochmal ein Video dazu machen, wie ihr da an eventuell an Karten rankommt. Das sind dann eher die kleinen Organizer, aber auch verdammt cool. Die sind auch... Tja, also die Verarbeitung ist, wenn ich das so, wie ich das so beurteilen kann, einwandfrei. Kann man nichts sagen. Designed in the USA, made in Taiwan. Aber ich denke, das sind die meisten. Das sind die meisten. Ja, ist schon verdammt cooles Zeug. Echt verdammt cooles Zeug. Aber das ist halt wieder der Händler, der an seine Eckenware verliebt ist. Macht euch da selber ein Bild. Wir werden auch in naher Zukunft einen begehbaren Shop haben. Also nicht nur ein Headquarter hier in Bad Langensalza bei mir, was jetzt gerade am Aufbau ist, sondern wir werden unten in Singen auch einen begehbaren Laden haben. Das heißt, ihr könnt da dementsprechend reingehen und euch die ganze Ware mal anschauen. So, jetzt nehmen wir den mal weg. Ich wechsle mal. Hier sind nämlich die anderen interessanten Sachen drin. Muss man aufpassen, weil ich will nicht hier in irgendwelche Ware reinschneiden. Aber das Heidi ist ja scharf genug. Ja, weil ich sag mal, solche Sachen sind natürlich immer schöner, wenn man die auch mal in die Hand nehmen kann. Mal anlegt oder was auch immer. Reviews dazu werden sicherlich noch kommen. Wir werden auch noch das ein oder andere Tools for Gens 20F irgendwas. Okay. Das wird die Invoice sein. Ja, das ist die Invoice. Michael Alecci, Account Manager. Das ist aber natürlich auch abgefahren. Also in so einer... Die Invoice kann ich euch jetzt nicht zeigen. Authorized Blankquest Dealer. Die Calls. Große Taschen. Machen wir mal eine auf. Vorsichtig. Also. Eher ein Handtäschchen. Eine Männerhandtasche. Das ist das. Alles aus Cordura. Das ist klar. Kann ich euch hier nicht sagen. Ja, also wir haben einfach eine wilde Bestellung gemacht, beziehungsweise André ist uns da zur Hand gegangen. Hat da einfach mal von jedem Modell, was da verfügbar war, eine Bestellung gemacht. Einfach, dass wir ein Gefühl einmal für die Ware bekommen, für die Qualität bekommen, für die Lieferzeit bekommen. Der Umgang miteinander, den kann man nur als sehr positiv sehen. Ah, hier sind mehrere drin. Ja. Das ist wahrscheinlich eher ein größerer. Tollcat 2.0. Wer es noch nicht kennt, André hat hier super, super Unboxing gemacht. In dem, wo er wirklich auch die ganzen Dinger mal, seht das schon hier, mal auseinandergenommen hat und hat es mal gezeigt. Das ist natürlich auch verdammt cool. Das ist ein Slinger. Kadara Ambidextrous Sling Pack Coyote 10. Das ist natürlich auch sehr, sehr abgefahren. Ein kleiner Slinger. Für die linke Schulter oder für die rechte?
Das müsste die rechte sein. Ja. Ja, es ist auch, man merkt das, wenn man sich das hier anguckt, aber auch die Reißverschlüsse anschaut. Das ist schon verdammt gut gemacht. Also, da gibt's nichts. Da lassen die sich auch nichts nachsagen. Ich habe letztens auch gehört, man erkennt die Qualität eines Reißverschlusses am Geräusch, was er macht. Aber man sieht es auch hier. Das ist alles sauber verarbeitet. Und mittlerweile hat sich ja auch Wendquest schon einen gewissen Namen gemacht. Es ist wohl nur relativ schwer, oder war bisher relativ schwer, hier in Deutschland an die Ware von denen ranzukommen. Aber das hat sich ja nun Gott sei Dank geändert. Größeren? Ja, das sind die größeren. Das ist der 20 Liter Backpack. Abgefahren. Sehr, sehr abgefahren. Also, da passt schon einiges rein. Verdammt cool. Das war der Sicherheitsverschluss, den André schon gezeigt hat. Also wenn man hier drauf drückt, passiert nicht viel. Man muss halt wirklich oben noch den Sicherheitsdrücker betätigen, um die ganze Sache aufzumachen. Alles sehr, sehr durchdacht. Sehr, sehr durchdacht. Ja, hier nochmal eine andere Farbe. Schwarz. Camo. Kleinere. Der Falconer. Obwohl 27 Liter. Das ist jetzt auch nicht gerade so viel kleiner. Ich weiß nicht, irgendwie hat es mir dieses Desert hat es mir irgendwie angetan. Dieses Coyote Ten. Ein Wieslinger Javelin. Wieslinger Left Shoulder Carry. Was haben wir hier noch? Auch ein Wieslinger Left, diesmal in Black. Ja, verdammt cooles Zeug. Hier noch die Tasche. Verdammt cooles Zeug, verdammt cooles Zeug. Nochmal, besucht uns auf der IWA. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr an eine Karte rankommt, wartet das Video ab oder verfolgt Dennis. Beziehungsweise wir werden auch noch das ein oder andere Video dann posten auf unserem Kanal, wie ihr da zu uns Kontakt aufnehmen könnt. Ein paar Karten haben wir noch. Es ist halt nicht einfach, da reinzukommen. Es ist, ich hätte jetzt fast gesagt, es ist schon ein Privileg, aber es ist wirklich so. Die ganze Geschichte ist nicht ganz ohne. Also sie lassen nicht wirklich jeden auf diese Messe einfach mal so. Ja, verdammt geil. Es ist eine Anmeldung notwendig. Ihr braucht eine Legitimation. Die Legitimation bekommt ihr von uns. Die Anmeldung müsst ihr aber selber noch vornehmen. Es geht halt darum, dass es wirklich eine Fachpublikumsmesse ist und dementsprechend auch das Fachpublikum nur auf dieser Messe zugelassen ist. So, ich denke, damit habe ich schon mehr als genug erzählt. Also, ihr könnt euch darauf freuen. Die Sachen kommen bei uns in den Shop. Die Prototypen sind einige jetzt gemacht worden. Es ist Anfang Februar ist Richie wieder in Russland. Und für alle, die es interessiert, das ist jetzt eine kleine Vorab-Info.
er wird nicht nur Alexander besuchen, sondern so wie es im Moment aussieht, wird er sich auch in Moskau mit Sergei treffen, mit Sergei Schirugow. Aber wichtiger ist eben halt erstmal der Kontakt zu Alexander, dass wir da sehen, was jetzt die zukünftigen Bestellungen angeht. Ja, und an allen anderen Sachen sind wir dran. Derzeit tanzen wir auf mehreren Hochzeiten. Mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich denke mal, bevor ich jetzt noch weiter rumschwafel, werde ich das Video jetzt an der Stelle beenden. Beende ich es mit meinem oder beende ich es mit dem, ja, Bike Gents? Und ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal. Für alle anderen Neuigkeiten schaut bei uns im Shop vorbei. Ja, und ciao.